Ciao, sono Riccardo Haut e faccio parte del team di ricerca dei Goethe Vigoni Discorsi. Questo progetto di ricerca si propone l'ambizioso obiettivo di costruire una piattaforma di scambio di buone pratiche fra Italia e Germania nella delicata fase che le vede coinvolte di fronte all'emergenza Covid-19. Abbiamo isolato nel nostro percorso sei diversi cluster su cui intendiamo lavorare: sostenibilità, nuove generazioni, impresa, cultura e molte altre. E speriamo nei prossimi mesi di portare avanti un lavoro proficuo di scambio fra Italia e Germania e specificamente poi fra le città di Francoforte e Milano nell'ambito della storica partnership fra le due regioni. Ich bin Maria Stella, der deutsche Part der Goethe-Vigoni-Discorsi des Forschungsteams. Und wir hatten nun 2 Tage, bei denen wir auf 3 Panels über unsere Themen diskutieren konnten. Wir hatten einen Austausch zwischen deutschen und italienischen Partnern. Auf der einen Seite Unternehmensvertreter, beispielsweise Jörg Buck von der italienischen Handelskammer. Wir hatten aber auch aus dem Kultursektor die Literaturkritikerin Sandra Kegel von der FAZ. Es war ein sehr inspirierendes Event und wir werden nun auf dieser Basis gemeinsam weiterarbeiten in 6 Monaten. In questi 2 giorni abbiamo parlato di diverse tematiche che affronteremo anche in altri articoli e paper che intendiamo pubblicare, paper accademici, ma anche un contributo su 2 giornali importanti, La Repubblica per l'Italia e l'FAZ per la Germania. Wir wollten auch eine andere Veranstaltung in Deutschland haben, also mit anderen deutschen Partnern, über diese Cluster, über diese Themen zu reden. Und wir wollten auch unseren Beitrag für die Politik und auch für die Gesellschaft bringen. Das Vision von den jungen Leuten in beiden Deutschland, in Italien und auch in der EU.